So, es gibt mal wieder was Neues von mir. Ich hatte mir ja damals mal sowas gekauft, DJI Pocket. Und jetzt habe ich mal im Internet geguckt, da gibt es ja andere Spielereien noch. Ja, und was für mich wichtig ist, Akkulaufzeit. Da habe ich mal jetzt gesehen, eine Fimi Palm 2, was ich jetzt hier liegen habe. So, da dachte ich mir, okay, guckst du mal, wo du günstig eine bekommst. Und da habe ich zufällig, ja, war ich sehr glücklich, zufällig für relativ wenig Geld, eine nagelneue bekommt, die hat sich jemand gekauft gehabt und dem war die Kamera eben ein bisschen, ja, zu klein einfach. Die hätte ein bisschen länger sein müssen, wäre es vielleicht gegangen. Also zumindest kommt da mit der Kamera nicht so zurecht, weil sie eben etwas mini ist. Da habe ich gedacht, okay, für das Geld nimmst du sie mit. So, und die war ich jetzt mal vor kurzem testen zum Osterreiten und ich war von der Bildqualität sehr begeistert. So, Akkulaufzeit ist auch sehr, sehr lange. Was auch gut ist, hier drin haben sie gleich ein Gewinde mit dran. Ja, das ist auch super. Ich werde mal schnell den Rechner ausmachen. So, ein Gewinde mit dran. Dann, was ich auch gut fand, hier hinten, ich gehe mal ein bisschen näher ran, hier für Mikrofon, extra Zusatzbuchse, hat DJI auch nicht dran. Was haben wir noch? Ja, dann fand ich gut den großen Knubbel hier, ja, den Joystick. Dann fand ich noch gut, die Ein- und Ausschalttaste geht relativ leicht, alles gängig. Ja, gegenüber DJI geht auch, aber da ist etwas, naja, schwerer, sage ich mal. Dann hatte ich einen kleinen Nachteil, was ich gefunden hatte. Wenn man jetzt Videos aufnehmen kann im Menü, ich mache es mal an, vielleicht sieht man da was. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo das jetzt war. Ich glaube, nee. Ja, hier war's. Ich gehe mal rum. Ich hoffe, man sieht's. Nee, so. So rum? Oder so rum? Ich mach's mal so rum. Ich weiß jetzt nicht, wie rum das Video ist. Zumindest hat man hier. Hier kann man einen Piepston. Wenn man jetzt auf Aufnahme drückt, kennt ihr ja, macht's kurz Pieps und dann nimmt man auf. Und dieser Piepston, der ist auch im Video zu hören. Das nervt mich ein bisschen. Man kann ihn zwar ausmachen, aber dann hört man wieder nicht, wenn man jetzt Aufnahme drückt. Ich mache mal wieder an. Wenn man jetzt Aufnahme drückt, hört man jetzt nicht so richtig, habe ich jetzt aufgenommen oder nicht. Ja, und das ist das, was mich so ein kleines bisschen stört. Ah, das ist immer komisch mit der Kamera. Muss man immer, wenn man links rum guckt, muss man rechts rum. Wenn man rechts rum, muss man links rum. Aber irgendwann gewöhne ich mich mal dran. Ja, das ist das, was ich nicht so richtig mag dran. So, was haben wir noch? Der Gimbal, der ist richtig top, also reagiert sehr schnell. Bin ich sehr zufrieden. Die Bildqualität bei 4K ist nicht, wie soll ich sagen, wenn man das vergleicht mit dem DJI Pocket, nicht so 100%, ich sag mal so, ja, 95% ja, Qualität. Also er kann voll mithalten. Was ich ein bisschen nachteilig noch finde, ist das Mikrofon. Das eingebaute Mikrofon, das klingt nicht ganz so super. Man hört es, aber das klingt nicht so wie bei DJI. Und hier war ich sehr begeistert von dem Mikrofon, wo ich die ersten Aufnahmen gemacht habe. Das ist richtig, ja, Qualität. Der Ton ist richtig so, wie ich ihn haben möchte. Ja. Braucht nicht nachbearbeiten und nichts. War top. Und das ist eben der Nachteil noch bei der. Aber ich sage, für das Geld, was ich für die jetzt bezahlt habe, möchte ich nicht meckern. Das kann ich noch im Rechner ein bisschen nachbearbeiten. Und dann passt das. So, dann habe ich mir noch, weil ja, hier sind ja die Bedienelemente ein- und ausschalten etwas höher gesetzt. Ne? Hier habe ich noch einen Joystick mit drin, habe ich mir noch zusätzlich gekauft. Und hier ist es weiter unten, wenn man jetzt, ich hoffe, man sieht es, ich gehe mal ein bisschen ran. Wenn man jetzt das Ding in der Hand hält, hat man ja meistens so. Und da muss man den Daumen, ja, so ein bisschen geknickt nach unten. Es geht, ja. Aber das ist ein bisschen nervig. Das stört mich auch ein bisschen. Und da habe ich noch so ein kleines Mini-Stativ. Sowas hier. Ja, hatte ich noch übrig. Und das kommt einfach jetzt hier unten ran. So.
So, und dann kann ich das im Prinzip hier so schön festhalten und dann komme ich auch schön ran mit dem Daumen. Ja, also im Prinzip, ach, das nervt mit der Kamera. Also im Prinzip so, und dann kann ich das schön festhalten. Ist nicht allzu groß und passt. Ich werde mal noch was drucken lassen, habe ich mir überlegt, was ich dann hier unten, also im Prinzip was Viereckiges, was ich dann hier unten mit einer Gewindeschraube noch ranschraube, so ein zusätzliches Teil als Verlängerung, und dann passt das alles so, wie ich es haben möchte. Aber ansonsten geht schon. Ja. Also ich mache es immer so, mit dem Stativfuß, mit dem kleinen, schraub den dran und fertig. So, was haben wir noch? Ansonsten gibt es nichts Negatives jetzt zu erzählen von dem Teil. Ah ja, und was noch, was ich noch sehr gut finde, Gesichtserkennung. Hat ja DJI auch drin, aber ich glaube bloß bei 2,7K oder bei Voll HD. Weiß ich jetzt nicht. Und die Kamera, die hat bei 4K Gesichtserkennung mit drin. Und das finde ich top. Ja. Und da müsste DJI für den Preis noch nachrüsten. Und dann hat sie auch noch drin, fällt mir gerade noch ein, WLAN. Also Wifi, WLAN hat sie noch drin, wo man jetzt per, ich mache mal das Handy an, da zeige ich es euch mal. Wo man dann die Kamera noch steuern kann. Das finde ich richtig super. Und da kann man nämlich, wenn man mal Veranstaltungen filmt, das Ding auf ein großes Stativ drauf stellen. Ich habe noch so ein spezielles mir mal gebaut. Da kann ich fast 3 Meter oben raus an die kleine Kamera dran. Und dann macht man das Programm an und dann passt das. So, das Programm, das heißt Fimi Play. Ich mache es mal an. Ich hoffe, die Kamera ist jetzt an mit Wifi. Dann hat man so ein Standardpasswort. So, mal gucken. Ich stelle sie mal hin. So. Ach so, ich muss sie ja noch anmachen. Ja, ohne dass man sie anhat, geht ja nichts. So. Okay. So, guck mal in die Augen, Kleines. So, da gucken wir mal, ob ich das WLAN jetzt anhab oder aus habe. Dauert es ein bisschen. Ah, ist an. Okay. Jetzt zeige ich euch mal. So sieht das aus. Ja, jetzt hat man mich doppelt. Ich mache es mal ein bisschen runter. So. Okay. So. Und so sieht das aus. Ja. Und da kann man jetzt... Und da kann man jetzt vom Prinzip her alles schön einstellen. Da hat man jetzt, das macht sich ein bisschen umständlich immer, nee, so rum. So rum. So, da kann man Belichtung einstellen und ihr kennt das ja alles von den Kameras, was man da alles so hat. Dann das 4K, 2K, Voll HD und alles Mögliche. Dann hat man hier die Aufnahme. Dann hat man hier oben noch Gesichtserkennung, kann man da oben noch einschalten und diverse andere Sachen. Also, ja, so eine Sache kann man mit der Kamera machen. Wenn ich jetzt hier den Joystick bewege, ja, dann sieht man, macht er was. Ja, so. Und das finde ich richtig super. Und das hat auch diese DJI eben nicht drin. Das muss man auch nachkaufen. Und das sind alles so teure Sachen, finde ich. Ja, da kann man sich jetzt streiten, was ist besser, das oder das. Aber ich sage ja, für den Preis, was ich für die Kamera jetzt bezahlt habe, für die, ja, ist alles dran, was man eigentlich braucht. Gesichtserkennung bei 4K, dieses WLAN ist drin oder Wifi. Ja, ein dicker, fetter Joystick ist dran. Gewinde ist schon drin, was man dann auch als Gehäuse nachrüsten müsste bei DJI. Ja, das sind eben die Vorteile. Bildqualität, ja, da muss man eben mal 1, 2, 3, 4% zurückstecken, aber ihr könnt euch ja mal bei mir das Witchenauer Video angucken, das habe ich mit der Kamera gefilmt und ich bin sehr, sehr zufrieden. Bis auf den Ton eben, wo ich vorhin schon gesagt habe, dass das nicht so ist, wie ich ihn gerne möchte. Aber da kann man ja mal ein externes Mikrofon probieren, wie das funktioniert, und dann gucken wir mal weiter. Ich will jetzt nicht so viel Strüppen und so viel Kabel an der Kamera haben, aber mal sehen. Oder ein Funkmikrofon mal anschließen und mal diverse Sachen ausprobieren. Aber ansonsten, ja, lohnt sich, so ein Teil zu kaufen. Also ich bin sehr zufrieden. Bin sehr zufrieden. Wenn ich jetzt vergleiche mit DJI, DJI ist ja auch eine Top-Kamera, aber preislich, naja, die Standardkamera ist schon teuer genug.
Und wenn man jetzt die Zusatzsachen noch kauft, der Akku hält nicht allzu lange bei 4K und ja, da gibt es verschiedene Nachteile. Kann man so oder so sehen, aber jetzt diese positiven Sachen, was ich bis jetzt so getestet habe und ausprobiert habe, ja, werde ich wahrscheinlich das Teil öfters mal mitnehmen und die bloß als Ersatz mit einpacken. Ja, ich habe zwar jetzt noch einen Zusatzakku da, so ein Powerpack, wo ich dann die Kamera immer aufgeladen habe zwischendurch, aber das brauche ich bei der im Prinzip nicht, bei 2600 mAh. Ich habe gefilmt letztens, so 2 Stunden lang, da war die Kamera gerade mal vom Akku so ja, knapp halb leer, ja, bei 2 Stunden, bei 4K. Ja. Und ja, dann schätze ich mal so 3-4 Stunden kommen schon zusammen, wenn man 4K filmt. Und das ist schon ein bisschen was. Ja. Da braucht man die laufend Akku, ja, aufladen zwischendurch oder gucken, reicht da nicht, und ja, das ist schon gut. So, ansonsten von der Verarbeitung her, das Teil, ihr habt ja bestimmt einige Videos im Internet schon gesehen von so einer Kamera, die liegt relativ gut in der Hand, ja, also kann ich echt nicht meckern. Und bei DJI, durch das Zusatzgehäuse, was ich gekauft habe, ja, passt das auch alles, ja, also es geht. So, was haben wir sonst noch? Eigentlich habe ich sonst nichts weiter gefunden, wo ich sagen kann, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht. Vielleicht mache ich mal irgendwann wieder ein paar Aufnahmen, ein paar Tests, vielleicht finde ich dann noch ein paar Kleinigkeiten, wo man sagen kann, okay, das könnte man noch verbessern vom Menü her und so ein paar Sachen. Ja, die Updates habe ich auch die neuesten drauf, ging auch relativ gut, übers Handy alles, kann ich auch nicht meckern. Jo. Und so als Anfänger Kamera würde ich jeden, der nicht so, wie soll ich sagen, das Geld dazu hat, so eine Kamera empfehlen. Ja, so als ja, Einsteigermodell. Es lohnt sich. Also ich bin zufrieden. Ja. Es gibt, wie soll ich sagen, Leute, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Die einen stehen auf DJI, die einen stehen auf andere Firmen. Müsst ihr selber wissen. Aber ich habe es mir echt bloß geholt, um die mal auszuprobieren. Wegen dem großen Akku, wenn mich das mal interessiert hat. Ja, und den Rest entscheidet ihr dann. So, das war es erstmal wieder, würde ich sagen. Mache ich Schluss, mache ich aus, schneide es fertig. Ja, dann würde ich sagen, gab es mal wieder was Neues von mir. Bis zum nächsten Mal.